Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von unseren Magic Updates. Wie ihr seht, ich bin richtig dick eingepackt. Warum? Ja, es ist Mitte Dezember, es ist saukalt heute, aber wir haben geöffnet. Das haben wir letztes Jahr schon gemacht und dieses Jahr haben wir im Winter wieder für euch geöffnet. Und was wir da alles vorbereitet haben, damit der Winter trotz Kälte ein richtig toller Winter bei uns ist, das zeigen wir euch in dieser Folge. Dazu werden wir als erstes Timon besuchen, unseren Tierpfleger, mit seinen neuen Dubowski-Hirschen. Die haben wir seit November hier. Ja, anschließend werden wir ein bisschen auf unsere Sonderveranstaltung kommen. Wir haben zum Beispiel Ende Januar wieder unsere Märchennächte, die Winter Edition. Ja, anschließend gehen wir weiter zu unserer Neuheit. Hinter mir seht ihr die Halle, das ist Drachen Magic, unsere tolle Themenfahrt, die Indoor ist, also für den Winter perfekt geeignet. Das werden wir euch einmal zeigen, wie wir die vor 2 Wochen eröffnet haben. Zuletzt sehen wir uns beim Blumenwunder wieder, unser Märchen, was wir gerade komplett renovieren. Da wird Jonas euch ein bisschen was zeigen, was Stand der Dinge ist. Das können wir dann hoffentlich demnächst wieder für euch präsentieren. Ja, nun wünsche ich euch noch viel Spaß bei der jetzigen Folge. Bleibt dran und wir sehen uns gleich am Ende wieder. Bis dahin. So, dann kommt mal mit. Moin, mein Name ist Timon und ich bin hier Tierpfleger im Magic Park Verden. Und meine Aufgaben sind natürlich die tägliche Tierversorgung, Füttern, Wässern, Ställe misten, all die ganzen Arbeiten drumherum. Und jetzt gerade im Winter, bei -8 Grad aktuell, müssen auch die Tiere versorgt werden. Also das, egal welches Wetter, wir müssen immer versorgen. Jetzt momentan die Wasserversorgung ist natürlich immer ein Kampf, den man aber gewinnt. Ja, wir sind hier jetzt bei unserem Wildgehege. Wir haben seit einiger Zeit haben wir jetzt neue Tiere hier, nämlich die Dubowski-Hirsche. Das ist eine Unterart von dem Sika-Wild. Hier sieht man sie jetzt einmal beim Fressen. Sie haben sich tatsächlich schon sehr, sehr schnell am ersten Tag zusammengefunden mit dem Dammwild, was hier mit drin ist, schon seit längerer Zeit natürlich. Das ist einer unserer Dubowskis. Das ist eins der Weibchen. Ist auch noch nicht ganz so alt, weil es noch nicht so groß ist wie die anderen. Also insgesamt haben wir 8 Stück hier von denen jetzt. Und dann leite ich über in unsere Märchennächte, die im Ende Januar sind, wo ihr sie auch noch mal schön begutachten könnt. Im Dunkeln, aber das ist auch eine aktive Zeit, wo unsere Hirsche hier abends unterwegs sind. Wir sind jetzt hier beim Blumenwunder und hier hat sich auch ein bisschen was getan, weil aufgrund eines Sturmschadens hier leider das Gebäude zerstört wurde. Und das haben wir jetzt wieder aufgebaut. Man sieht hier, die Klappe ist nagelneu, das Dach wurde neu gedeckt, die Betonstruktur wurde neu gemacht. Der Zaun wurde auch neu gemacht, der sieht jetzt auch wieder ordentlich aus in dem Atemzug. Und jetzt bauen wir die Technik wieder rein, damit wir auch bald wieder das Märchen erleben können. Ja, Mahlzeit, Jonas. Moin. Mittag, ne? Ja, Park hat zu. Was machen wir jetzt? Ich habe uns was mitgebracht. Oh. Den müssen wir heute Schurkengurken essen. Die Original-Verdener Schurkengurken. Ja. Ja, das ist doch was Feines, ne? Sehr gerne. Na komm, auf geht's. Geh mal los. Herzlich willkommen heute am 3. Dezember. Ja, wir stehen hier vor Drachen Magic, unserer neuen Attraktion hier im Magic Park. Vielleicht ein kurzer Hintergrund, das ist die größte Investition seit über 20 Jahren hier im Park. Ich möchte nur eben noch einmal Dank sagen an alle, die sich bei dem Projekt beteiligt haben. Also das ist ein Projekt, was zu 95% in Eigenleistung hier im Park entstanden ist. Das Projekt zeichnet sich dadurch aus, dass wir sehr viel Upcycling betrieben haben.
um auch einen schönen alten Charme in der Halle zu haben, sind quasi keine neuen Materialien verwendet worden, sondern die gesamte Anlage ist aus alten Bestandsmaterialien gebaut worden. Das werden Sie gleich sehen. Das gibt der ganzen Sache einen so richtig schönen Charakter. Oh, das ist aber ganz schön schwierig mit dem Wind hier. Jawohl, Peng! Oh. Ja, damit würde ich mal sagen, ist die ganze Geschichte eröffnet. Ich wünsche jetzt allen viel Spaß mit Drachen Magic. Ja, das war's mit unserer eiskalten, aber doch herzenswarmen Folge von Magic Updates. Im Übrigen, ihr habt über die Märchennächte gehört, ihr habt über unsere Winteröffnung gehört, bald ist Weihnachten. Es gibt all die Dinge auch als tolle Gutscheine im Shop. Guckt mal auf unsere Homepage. Ja, jetzt bleibt mir nur, mich zu verabschieden, zu bedanken für das Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns mal bitte ein paar Kommentare da, was euch vielleicht für die Zukunft nochmal interessiert. Folgt uns bei Facebook und Instagram, dann seht ihr immer, was es Neues bei uns gibt. Ja, dann tschüssi, bis zum nächsten Mal.